Hi Leute und herzlich willkommen zum Moonlighter. Wir starten das Spiel. Neues Spiel. Wir nehmen den Schwierigkeitsgrad schwer, weil der wird auch von den Entwicklern empfohlen. Ich hoffe, der ist nicht zu schwer. Ja, da sind wir schon in-game. Besser gesagt im Tutorial. Das ist unser kleiner Held. Und wir können uns bewegen. Mit LT können wir eine Rolle machen. Wir können Dinge weg. Unter Gegnern hindurchrollen. Und mit A können wir angreifen mit unserem Besen. Wir laufen weiter. Ich muss nur kurz den Ton ein bisschen leiser machen des Spiels. Oh nein, wir können nicht mehr angreifen. Das ist ein bisschen schlecht. Öffnen den Tor und nehmen den ganzen Inhalt natürlich mit. Warum können wir also unsere. Ah doch, unsere Attacke funktioniert. Sehr gut. Alles gut, wir müssen noch die zweite Kiste öffnen. Ein bisschen Blut sammeln. Oha, ein paar mehr Gegner. Oh mein Gott. Okay. Das wird gerade ein bisschen viel. Wir können uns ja mal heilen. Ja gut. Das war vielleicht mittelgut. Oder sehr schlecht. Ja, wir werden von dem Dungeon wieder ausgespuckt und kommen in eine Cutscene. Zenos, wie du aussiehst und ganz alleine. Ruh dich ein Weilchen aus, Will. Bei mir bist du sicher.
Selbst als Kind hast du dich bereits für Dungeons interessiert. Ja. Der Dungeon scheint verschlossen zu sein durch 4 Schlüssel. Kein Zweifel, du bist genauso davon besessen wie der alte Petey. Morgen, Jungchen. Hat sich unser kleiner Händler etwas übernommen? Will, hör mir zu. Ich will ehrlich mit dir sein. Du bist der Letzte deiner Familie. Niemand außer dir kann sich um den Moonlighter kümmern. Du kannst nicht so weitermachen und alles aufs Spiel setzen. Dein Leben für diesen Unsinn vom 5. Tor zu riskieren, ist dumm. Lass es einfach auf sich beruhen. Sammle einfach ein paar Artefakte und verschwinde dann wieder. Dann mit deinem Anhänger aus dem Dungeon. Und verflixt nochmal, hör auf, deinen Besen als Waffe zu benutzen. Da draußen ist es gefährlich. So ganz allein. Nimm das hier. Das habe ich damals benutzt. Jetzt brauchst du es mehr als ich. Take this, it's dangerous to go alone. Na gut, dann hoch mit dir. Du lässt den Tag verstreichen. Kümmere dich um deinen Laden. Sehen wir doch mal, ob wir dir ein paar meiner Tricks in den Schädel hämmern können. Die habe ich von deinem Großvater. Das ist schon so viele Jahre her. Ja, wir können uns endlich bewegen. Aber wie es aussieht, nichts machen. Um deine Sachen erfolgreich zu verkaufen, bedarf es zweier Dinge. Kenne den Wert und die Nachfrage eines Gegenstandes. Komm schon, öffne den Laden und lass die Kunden herein. Hast du das gesehen? Der optimale Gesichtsausdruck. Der Gegenstand war weder zu teuer noch zu billig. Achte auf die Gesichter deiner Kunden. So hat dein Großvater immer herausbekommen, ob die Preise stimmen. Muss ich dir wirklich sagen, dass der Gegenstand zu teuer war? Das war eine wertvolle Lektion, Jungchen. Denk daran, verkauf beliebte Gegenstände nicht so oft. Wenn du den Markt überschwemmst, musst du deine Preise senken. Verkaufe teuer, wenn die Nachfrage oben ist. Und immer in Maßen. Siehe in dein Händlernotizbuch. Es enthält alle Informationen über Waren und Artefakte, die du entdeckt hast. Y und RT. Kristalline Energie. Ja, 100 ist gut. 170 ist nicht gut. Und ich glaube, die Beliebtheit ist neutral, würde ich jetzt mal sagen. Die Sonne geht unter. Es wird Zeit. Ich gehe besser. Den Rest schaffst du sicher alleine. Es liegt an dir, diesen Laden zu alter Größe zurückzuführen. Glaub mir, du hast das im Blut, Will. Mach deinen Großvater stolz. Probier doch in der Zwischenzeit dein neues Schwert aus. Nachts sind Dungeons gefährlich, aber es locken wertvolle Artefakte. Wage dich nur nicht zu weit vor und nutze den Anhänger. Geh jetzt. Meine alten Knochen müssen ruhen. Ja, okay. Das scheint unser Laden zu sein. In dem Dorf sieht es noch ein bisschen leer aus. Redmond. Mother!
Mein Sohn, wenn ich dich finde. Oh, Will, hast du zufällig Masse irgendwo gesehen? Nee. Will! Ich habe dich vorhin in den Dungeons gesehen. Junger Mann, hast du mir etwas Mysteriöses mitgebracht? Nee. Okay. Hier gibt es viele Leute anscheinend. Aber sonst auch nicht sehr viel. Okay, wir sind bei den Dungeons. Lesen. Golem Dungeon. Für Helden und Händler. Erlaubter Dungeon. Ja. Wald Dungeon. Für Helden erlaubt. Erlaubter Dungeon. Nicht für Händler empfohlen. Okay. Wohl nicht so gut. Oh. Wüsten Dungeon. Nur für Helden. Tech Dungeon. Kein Zugang. Oha, und hier ist der fünfte Dungeon. Okay, ich glaube, wir können so und so nur in den ersten Dungeon. Also würde ich sagen, gehen wir da mal rein und probieren unser neues Schwert aus. Okay, wir können hauen und schlagen. Wir können nicht wieder zurück. Wir haben eine kleine Karte. Finde ich gut. Okay. Oh Gott. Wir verengt. Okay. Au, au, au. Irgendwie nicht so leicht. Also die Steuerung ist noch etwas seltsam, muss ich sagen. Ich komme noch nicht so ganz auf diese Steuerung klar. Was? Warum haben wir jetzt den Besen? Irgendwie finde ich den Besen fast sympathischer. Okay, wir sammeln Stöcke und Gras. Oder wie sieht das aus? Okay, und wir können zurückgehen oder weitergehen? Ich weiß nicht. Können wir weitergehen? Gehen wir erstmal weiter. Oh Gott, so ein riesiges Vieh. So, können wir das irgendwie austricksen, so von hinten oder so? Hui. Okay. Wir kriegen einen Barren. Ja, wir können ja rollen. Oh. Gott, sollen wir noch eins weitergehen? Ich will nicht. Wir haben noch alle Energie. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Oha. Viele Items. Okay, was genau bist du? Ein Spuckdings? Okay. Ich versuche immer alle diese kleinen Tische oder was auch immer das sein soll, kaputt zu machen in der Hoffnung, dass da irgendwas drin ist. Aber ich glaube, es ist eher weniger. So. Links. Oder hoch. Wir können nicht in unser Inventar. Warum? Okay. Ich würde jetzt einfach mal zurückgehen. Ich weiß nicht warum. Und den anderen Weg mal angucken. Also hier sind wir reingekommen. Hier einfach mal rechts. Hey, hier ist einfach nichts. Okay. Nichts ist auch interessant. Ich finde die Map ganz gut, also ich mag die Map sehr gerne. Links oder gerade ungefähr? Erstmal links. Hier ist auch irgendwie nichts. Okay. Dann bleibt ja nur dieser Weg. Hallo? Lesen. An jemanden, der hoffentlich mehr Glück hat als ich. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Das seltsame Wesen auf der anderen Seite des Raums hat
hat mich erwischt. Im Tumult ist mein Anhänger zerbrochen. Aber ich würde sagen, ich habe ihm ganz schön zugesetzt. Er hat bemerkt, dass ich ihn in der Nähe der Kammer des Wächters beobachtet habe. Auf der Flucht hat er einige Gegenstände verloren. Einer davon? Eine Karte? Ein Diagramm? Was auch immer es ist. Ich hatte recht. Sie hielten mich für verrückt, meinten, ich hätte nicht mehr alle Tassen im Schrank. Aber ich hatte die ganze Zeit recht. Jeder Wächter in jedem Dungeon muss eine Art Schlüssel besitzen. Sie alle sind mit Schlössern an einem großen Tor außerhalb verbunden. Das fünfte Tor von Rynoka. Leider werde ich nicht da sein, wenn es sich öffnet. Wer auch immer mich finden möge, mir den Gestank verzeihen. Oh Gott. Aber das Diagramm muss hier irgendwo sein. Bitte öffne das fünfte Tor von Rynoka. Diese Dungeons sind nicht das, was sie zu sein scheinen. Okay. Lesen. Hier glitzert irgendwas. Boss wird mich tot machen. Sollte alle rauslassen. Jetzt muss ich komische Kreatur jagen, die mein Zeugsens gemobst hat. Oho, Boss wird richtig böse sein. Ja. Okay, Dungeon 1, 2, 3, 4, 5. Überall gibt es einen Boss und einen Schlüssel. Würde ich jetzt mal sagen. Wenn wir Geld haben, können wir uns nach Hause porten. Was jetzt der Fall ist. Okay. Ich wollte noch hier rüber, aber hier scheint nichts wirklich Interessantes zu sein. Diesen einen Tisch hier können wir noch kaputt machen. Hier ist auch nichts. Okay. Ich glaube, das war's. Achso, wir kommen hier auch nicht mehr raus. Wir sollen uns anscheinend... Oh! Der Rucksack ist verfügbar, aber es passiert nichts, wenn ich Y klicke. Ja, wir sollen uns nach Hause porten. Dann machen wir das doch erstmal. Okay. Wir sind mit dem Anhänger entkommen. Und wir haben ein paar Viecher getötet, würde ich jetzt sagen. Wir haben keine Schatzkiste geöffnet und haben ziemlich viel Loot dabei. Okay, zur Stadt. Finde ich gut. Ach, der junge Eigentümer des Moonlighters ist zurückgekehrt. Sieht aus, als kämst du in einem Stück. Sag bloß, du hast gelernt, den Anhänger richtig einzusetzen. Das wurde auch Zeit, Junge. Was hast du denn da? Ist das eine Karte der Dungeons? Wo hast du die her? Du hast den alten Petey gefunden? Tot also. Siehst du, das ist das Schicksal, das dich erwartet, wenn du dem nachjagst, was hinter dem Tor liegt. Lass einfach die Finger davon, Will. Nimm einfach die Artefakte aus dem Golem-Dungeon und kümmere dich um den Moonlighter. Anderes Thema. Mir sind einige Aushänge am schwarzen Brett aufgefallen. Könntest du dich interessieren? Einige Händler wollen wohl ihre Läden im Rynoka eröffnen. Wieder etwas Leben in die Stadt bringen. Offenbar brauchen sie aber zunächst etwas Startkapital. Vielleicht kannst du ihnen ja aushelfen. Es wäre schön, die Stadt wieder so lebendig zu sehen wie früher. Okay. Das schwarze Brett werden wir uns in der nächsten Folge ansehen. Und dann würde ich sagen, ciao.